Herr Kaldowski, Sonova hat im Halbjahr ja beim Umsatz einen Rückgang hinnehmen müssen. Trotzdem sind Sie zufrieden mit den Umsätzen unter diesen Umständen. Es war ja schließlich Corona-Pandemie. Würden Sie das so unterschreiben? Ja, absolut. Also das erste Quartal in dem Halbjahr war natürlich sehr schwierig, aber wir haben eine gute Verbesserung des Momentums gesehen im Geschäft im zweiten Quartal und im September sogar positive Zahlen im Wachstum gegenüber dem Vorjahr geschrieben. Wie geht es denn nun weiter? Sie halten ja an Ihrer aktuellen Prognose fest. Trotz der wieder ansetzenden oder steigenden Infektionsraten sehen wir im Moment ein ganz gutes Momentum in unserem Geschäft weltweit. Insoweit sind wir durchaus positiv. Das setzt sich sicher zusammen aus dem Erfolg unseres neuen Produktes Paradise, das wir im August lanciert haben, aber auch unseren eigenen Initiativen, Kunden wieder ins Geschäft einzuladen und ihnen das Vertrauen zu geben, dass sie im Geschäft sicher betreut werden. Können Sie vielleicht etwas mehr zu diesem Produkt Paradise sagen? Welche Hoffnungen hegen Sie in dieses Produkt? Ja, das Paradise ist ein wichtiger Schritt für uns. Wir lancieren ja alle 2 Jahre ein neues Produkt. Das Paradise ist nochmal eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Produkt Marvel, das wir davor im Kanal hatten. Wir haben deutlich nochmal verbessert die Hörverbesserungsleistung des Gerätes, vor allen Dingen für ruhige gesprochene Worte, wie aber auch in einem hohen Geräuschumfeld. Wir haben gleichzeitig verstärkt nochmal die Angebote zum Thema Konnektivität und wir haben auch neue Feature eingeführt, wie zum Beispiel eine Bewegungsmessung, die uns auch wieder erlaubt, wenn man als Mensch neben einem anderen läuft, die Mikrofone besser zu optimieren. Insoweit ein breites Bouquet an Verbesserungen, die sehr von den Kunden geschätzt werden. Jetzt mit Blick nach vorne auch noch, wie sieht es denn da bei Sonova derzeit bei den Kosten aus? Laufen da weitere Kostensenkungsmaßnahmen? Ja, wir haben im Juli ja angekündigt, dass wir aufgrund der Covid-Pandemie und den, ich sage jetzt mal, schwer einzuschätzenden kurz- und mittelfristigen Wirkungen dieser Pandemie gewisse Strukturoptimierungen vornehmen. Das ist im Rahmen der Strategie von uns als Sonova. Wir haben auch in den letzten 2 Jahren schon Optimierungen vornehmen können. Die wir für dieses Jahr vorgesehen haben, sind quasi eine Beschleunigung des strategischen Plans. Und da sind wir auf gutem Weg. Wir haben bis zum September ungefähr die Hälfte der Maßnahmen umgesetzt, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Die weitere Hälfte wird in den nächsten 6 Monaten plangemäß umgesetzt.